Leistung, Kraft, Präzision. Die CH-47 Chinook steckt voller Überraschungen. Die Chinook ist der schnellste Hubschrauber des US-Militärs. Trotz ihrer enormen Größe schwebt sie grazil durch die Lüfte. Mit der 47 sind unglaubliche Manöver möglich. Und sie kann zuschlagen. In 5 Jahrzehnten voller Hochs und Tiefs. Sie wurden regelmäßig abgeschossen. Hatte sie mehr Comebacks als Rocky Balboa. Innen sah diese Version ganz anders aus. Rund 25 Armeen weltweit nutzen den Transporthubschrauber. ...2010, Provinz Paktika, Afghanistan. Seit 9 Jahren führen die USA Krieg gegen Al-Qaida und die Taliban. Im Dezember verkündet Präsident Obama einen entscheidenden Wendepunkt für die US-Truppen. Our coalition will set a goal for Afghan forces to be in the lead for combat operations across the country next year. Die Koalitionstruppen wollen eigentlich ein Land hinterlassen, in dem die Taliban nichts mehr zu sagen haben. Wir waren damals seit 9 Jahren in Afghanistan. Die Taliban wurden wieder stärker. Brian Lutz war 1 Jahr lang in der Provinz Paktika als Army Captain und Hubschrauberpilot im Einsatz. Wir sollten die Region stabilisieren und in diesem Gebiet für Recht und Ordnung sorgen. Die Army ist oft in unwegsamem Gebirge im Einsatz. Luftunterstützung bekommen die Soldaten von einem einzigartigen Hubschrauber, von der CH-47 Chinook. Die Chinook bietet hohe Leistung und hohe Nutzlast. Ihre Tandem-Konfiguration macht sie zu einem der auffälligsten Luftfahrzeuge der Welt. Das ist eine CH-47F Chinook. Damit transportiert die Army schwere Lasten im Kampfgebiet. Dank ihrer 2 Tandem-Rotoren kann sie Truppen und schwere Lasten auch in großen Höhen transportieren. Wenn Gefahr droht, kann sie sich schnell in Sicherheit bringen. Die Chinook hat 2 gleich große, gegenläufige Rotoren mit jeweils 18 Metern Durchmesser. Damit sind sehr viele Flugmanöver möglich. Dank der beiden Honeywell-Wellenleistungstriebwerke kann die Chinook knapp 11 Tonnen Zuladung befördern. Fast so viel, wie sie selbst wiegt. Diese beiden Triebwerke sind jeweils 5000 PS stark. Das sind die stärksten Hubschraubertriebwerke des US-Militärs. Diese Leistung kann die US Army bei Lufteinsätzen in Afghanistan gut brauchen. Leistung ist alles in großer Höhe, denn so weit oben ist die Luft dünn. Die Chinook hält sich bei diesen Bedingungen besser in der Luft als andere Hubschrauber. Für eine vollbeladene Chinook sind 2400 Meter Höhe kein Problem. Doch in Afghanistan geht es auf über 3000 Meter. Den Triebwerken der Chinook wird in der Provinz Paktika wirklich alles abverlangt. Für die Soldaten ist der Einsatz ebenfalls eine große Herausforderung. Mein Bataillonsführer hat gesagt, in Paktika gibt es keine Routine. Das Einsatzgebiet liegt an der 2450 Kilometer langen sogenannten Durand-Linie, einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Um den Taliban Einhalt zu gebieten, muss die Grenze auf der gesamten Länge überwacht werden. Unsere Jungs sind ins Gebirge gegangen, um feindliche Kämpfer festzunehmen und Waffen zu beschlagnahmen, bevor diese an die Taliban verteilt werden. Die Bodentruppen halten sich oft mehrere Wochen in den Bergen auf. Wenn sie Nachschub brauchen, zählen sie auf die C-47 Chinook.
Militärbasis Sharana, Afghanistan. Captain Brian Lutz und seine Crew bereiten ihre CH-47 für den nächsten Einsatz vor. Plötzlich geht ein Funkspruch ein. Eine Einheit, die draußen in den Bergen kämpfte, brauchte dringend Nachschub. 50 Kilometer südlich der Basis liegt ein Zug Infanterie auf einem 2400 Meter hohen Gebirgskamm im Gefecht. Langsam geht die Munition aus. Ohne Nachschub an Munition wäre ihr tagelanger Kampf völlig umsonst gewesen. Lutz und seine Crew beladen ihre Chinook mit sogenannten Speedballs. Das ist etwas makaber. Speedballs sind Leichensäcke, die wir mit Wasser, Munition und Lebensmitteln gefüllt abwerfen. Sie sind verschließbar, wasserdicht und können schnell und problemlos entladen werden. Die Chinook bringt die Versorgungsgüter an die Front. Wasser ist dort manchmal noch wichtiger als Munition. Wasser ist überlebenswichtig. Soldaten mit schwerer Ausrüstung sind auf dieser Höhe ohne Wasser verloren. Die vollbeladene Chinook hebt ab und fliegt in Richtung Norden an die Front. Für die Bodentruppen wird es immer enger. Sie sind in diesem Gebiet angegriffen worden. Der Feind war schwer zu lokalisieren. Die Schüsse kamen mal von hier, mal von da. Die Männer standen ständig unter Beschuss. Lutz und seine Crew fliegen mitten in die Gefahrenzone. Die Chinook ist groß, das macht sie zu einem leichten Ziel. Die beiden Rotoren sind zwar leistungsstark, aber ebenfalls ein leichtes Ziel. Wird einer getroffen, kann das den Hubschrauber zum Absturz bringen. Rotorblätter kann man leider nicht panzern. Die Unterseite des Hubschraubers ist gepanzert, zum Schutz der Crew, aber mehr nicht. Die Chinook ist schnell und leistungsstark, perfekt geeignet für gefährliche Einsätze. Aber sie ist auch verwundbar. Rund 100 US-Soldaten sind beim Absturz von Chinooks in Afghanistan umgekommen. Bis zu 30 auf einen Schlag. Die Stimmung auf dem 10-minütigen Flug an die Front ist angespannt. Die Berge, die in dieser Region um das weite Tal liegen, sind nicht nur steil, sondern auch zerklüftet. Dort oben sind keine geeigneten Stellen, um einen Riesenhubschrauber wie die Chinook zu landen. Die CH-47 fliegt über einen Gebirgskamm, der auf beiden Seiten steil abfällt. Der Kamm ist kaum 2 Meter breit. Die Chinook ist riesig. Auf dem Kamm hätten nicht mal ihre Hinterräder Platz. Aber die Soldaten sind auf den Nachschub angewiesen. Umkehren kommt nicht in Frage. Der Flugingenieur hat gesagt, wir setzen die Rampe auf den Kamm und entladen so. Ein riskanter Plan. Lutz muss die CH-47 im konstanten Schwebeflug knapp über dem Gebirgskamm halten. Für eine derartige Punktlandung braucht man Nerven aus Stahl. Das ist nicht die beste Gegend für eine Landung. In den Bergen gibt es oft starke Böen. Wenn der Wind die Rotorblätter gegen den Felsen drückt, kann der Hubschrauber abstürzen. Außerdem ist das hier feindliches Gebiet. Die Taliban können jeden Moment angreifen. Ein Fehler und die Mission endet in einem Fiasko. Captain Brian Lutz schwebt mit seiner CH-47 Chinook über einem schmalen Gebirgskamm in den Bergen Afghanistans. Unter ihm warten Soldaten verzweifelt auf Nachschub.
Ich habe versucht, den Hubschrauber stabil zu halten, damit meine Crew die Rampe genau auf der schmalen Kammlinie platzieren konnte. Lutz hat alle Anzeigen im Blick. Sein Schwebeflug ist absolut stabil. Der MG-Schütze hält die Augen nach Feinden offen. Das ist der gefährlichste Teil der Mission. Man macht sich angreifbar, wenn man über den Bergen schwebt. Die Rampe setzt auf. Der Nachschub wird so schnell wie möglich ausgeladen. Keine Minute später fliegt die Chinook zurück. Die Bodentruppen sind jetzt für den weiteren Kampf gerüstet. In Anbetracht der Höhe und der schwierigen Bedingungen war die Chinook die beste Wahl für diesen Versorgungsflug. In Afghanistan bringen die Chinooks ihre Ladung in über 5000 Meter Höhe. Kein anderes Fluggerät der Army kann schwere Lasten so hoch wuchten. Die Chinook ist perfekt für Einsätze in Afghanistans Bergen. Damit können wir eine Menge Fracht in große Höhen befördern. Vor der Chinook war der Nachschub an die Front ein Problem. Das wurde im Koreakrieg deutlich. 1953. UN-Truppen unter Führung der USA liefern sich erbitterte Gefechte mit nordkoreanischen Kommunisten. Es hat sich lange nichts bewegt. Roger Connor ist Kurator für Drehflügler im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum. Die US-Truppen brauchten ständig neue Munition. Beide Seiten haben Probleme mit dem Nachschub für die Front. Die Infrastruktur war dürftig. Es gab kaum Straßen und kein Schienennetz. Für schwere Ausrüstung musste man sich etwas Neues einfallen lassen. Die US-Kommandanten suchen nach einer Lösung. Dann fällt ihnen auf, dass sie etwas haben, das den Nordkoreanern fehlt. Hubschrauber. Hubschrauber wurden erstmals gegen Ende des Zweiten Weltkriegs militärisch eingesetzt. Die Technik war noch unausgereift. Brauchbare Transporthubschrauber gab es erst im Koreakrieg. Die Bell H-13, die Sikorsky H-19, beide sind im schwierigen Gelände Koreas Gold wert. Truppentransport, Versorgung, Luftrettung, sogar Überwachung. Hubschrauber lassen sich vielseitig einsetzen. Der Koreakrieg war ein wichtiger Schritt für die Entwicklung von Hubschraubern. Die Verantwortlichen haben damals deren Nutzen und Potenzial erkannt. Nach dem Koreakrieg will die Army ihre Hubschraubertechnik verbessern. Doch US-Präsident Eisenhower und sein Außenminister John Foster Dulles haben andere Pläne. Als Eisenhower 1953 an die Macht kam, rieten ihm seine Berater, allen voran John Foster Dulles, Atomwaffen, vor allem Wasserstoffbomben, zur Abschreckung einzusetzen. Dulles will, dass die USA im Atomzeitalter auf Starrflügelflugzeuge setzen. Für die Entwicklung von Hubschraubern bleibt weder Zeit noch Geld. Atombomber liefen den konventionellen Bodentruppen den Rang ab. Und die Kommandeure der Bodentruppen befürchteten, in künftigen Konflikten würden sie nur noch eine Nebenrolle spielen. Aus diesem Grund veröffentlicht Major General James Gavin 1954 einen Artikel in Harper's Magazine. Der Titel lautet Kavallerie und ich meine keine Pferde.
Darin stellt er das neue Konzept des US-Heeres, der Army, vor. Luftbeweglichkeit. Das bedeutet, Hubschrauber können nicht nur Truppen transportieren, sondern auch taktische Atomwaffen aufs Schlachtfeld bringen. Die Army wollte ihren Einfluss nicht verlieren. Deshalb musste sie sich an die Politik der Eisenhower-Regierung anpassen. Luftbeweglichkeit könnte Hubschraubern einen Platz im Atomzeitalter sichern. Allerdings nicht den bisher genutzten. Die bestehende Hubschrauberflotte war nicht auf den Transport von Atomwaffen ausgelegt. Eine neue Generation von Hubschraubern musste her, mit deutlich verbesserter Tragkraft. Kein leichtes Unterfangen, doch die Ingenieure nehmen die Herausforderung an. Das größte technische Problem in den 50er Jahren waren die Triebwerke. Damals hatten Militärhubschrauber Kolbenmotoren, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten. Ingenieure experimentieren mit einer neuen Technologie, sogenannten Wellenturbinen. Turbinentriebwerke waren leistungsstärker, wirtschaftlicher und kleiner als ihre Vorgänger und deshalb viel besser geeignet für den Transport von Fracht. So that it was a lot more efficient for carrying cargo. Die Army hält große Stücke auf ihre Turbinen-Hubschrauber. Sie wagt außerdem etwas Neues. Die Hubschrauber werden mit einer bewährten Technik aus den 40ern kombiniert: Tandemrotoren. Fast alle Hubschrauber brauchen mindestens zwei Rotoren zum Fliegen. Bei konventionellen Hubschraubern sorgt der Hauptrotor für Auftrieb und für eine unerwünschte Nebenwirkung. Dreht sich der Rotor, entsteht nämlich auch eine Gegenbewegung. Der ganze Hubschrauber rotiert um die eigene Achse. Dem wirkt der Heckrotor entgegen. Er stabilisiert den Hubschrauber in der Luft. Hubschrauber mit Tandemrotoranordnung haben zwei gleich große Hauptrotoren. Sie drehen sich gegenläufig und verhindern so das Problem mit dem Drehmoment. Es wird keine Kraft für die Ausrichtung verschwendet. Die gesamte Kraft fließt direkt in den Auftrieb. Hubschrauber mit dieser Tandemkonfiguration sind größer und leistungsstärker. Besonders in Kombination mit der neuen Turbinentechnik. Der neue Army-Transporthubschrauber sollte mindestens einen Zug komplett ausgerüstete Soldaten transportieren können. Tandem-Konfiguration plus Turbinentriebwerk war die Lösung. 1957, Washington, D.C. Die US Army setzt mit einem neuen, hochmodernen Hubschrauber alles auf eine Karte. Dafür holt sie die Wortle Corporation mit ins Boot. Deren Ingenieure versuchen vorherzusehen, was eine Armee der Zukunft braucht. Sie entwickeln das Modell 107. Drei Räder, zwei leistungsstarke Turbinen und zwei Hauptrotoren. Die Army fand Modell 107 gar nicht so schlecht. Es war ihnen nur etwas zu klein. Wörthel macht sich erneut an die Arbeit und präsentiert 21 Monate später ein größeres und stärkeres Modell. Wörthel konnte die Anforderungen schnell umsetzen. Das war die Geburtsstunde der Chinook. Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die US Army enthüllt die CH-47 Chinook. 16 Meter lang mit einem Leergewicht von 10,6 Tonnen. Das gewaltige Gerät wirkt schwerfällig, ist aber äußerst wendig. Die Chinook ist der schnellste Hubschrauber des US-Militärs. Ihre zwei Hauptrotoren machen sie sehr beweglich. Die Tandem-Konfiguration macht es möglich. Schwebeflug, Schnelligkeit und Beweglichkeit.
Das i-Tüpfelchen für die US Army ist die Heckrampe. Wir beladen die CH-47 schneller mit Soldaten, Fracht oder einem Humvee, als eine fünfköpfige Crew in einen Black Hawk einsteigt. Die Chinook lässt sich sogar im Wasser be- und entladen. Die Chinook ist semi-amphibisch. Das heißt, sie kann bei Spezialeinsätzen auch im Wasser die Rampe öffnen. Ein Schlauchboot kann dann direkt in den Bauch der Chinook fahren, bevor sie wieder abhebt. Der Quadratmeter große Frachtraum bietet Platz für Soldaten und Ausrüstung. Mehr hat bis dato kein anderer Hubschrauber der US Army zu bieten. Die Kabine ist 10 Meter lang und hat Platz für etwa 7 Tonnen Ladung. Wenn wir mehr transportieren müssen, können wir sogar mit offener Rampe fliegen. Die Chinook ist groß, leistungsstark und vielseitig. Jetzt muss sie sich im Gefecht bewähren. ...1965. Vom kommunistischen Nordvietnam unterstützte Aufständische machen Südvietnam schwer zu schaffen. US-Präsident Johnson schickt immer mehr Soldaten in den Kampf gegen den Kommunismus. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces which will raise our fighting strength from 75,000 to 125,000 men almost immediately. In nur 4 Monaten wächst die Zahl der US-Soldaten um das 35-fache. Doch zahlenmäßige Überlegenheit ist keine Garantie für den Sieg. Die Truppen ins Land zu bringen, ist kein Problem. Aber um die Offensive am Leben zu erhalten, müssen sie dort schnell bewegt werden. In Vietnam kam man weder zu Fuß noch mit dem Auto weit. Chief Warrant Officer John Sims war über 27 Jahre lang Chinook-Pilot. Die Straßen waren in schlechtem Zustand. Der Norden des Landes war bergig, der Süden eher sumpfig. Das Straßennetz war miserabel. Im September wendet sich das Blatt. Die CH-47 tritt auf den Plan. Ihr erster Kampfeinsatz führt die Chinook nach Vietnam. Sie macht sich einen Namen als Arbeitstier der US Army. Doch auch der Feind wird auf sie aufmerksam. Chinooks wurden in Vietnam ziemlich oft abgeschossen. Weil die Chinook so groß war, war sie leichte Beute. An Engstellen waren die Piloten oft nicht schnell genug. Dann wurden sie von Panzerfäusten oder Maschinengewehren getroffen. In der Chinook sitzt nur ein Schütze. Das ist zu wenig, um sie zu verteidigen. Hinten war die Chinook besonders verwundbar, weil dort das Antriebssystem war. Außerdem wurde die Heckrampe zum Entladen benutzt. Treffer dort waren fatal. Der Feind schießt 62 Chinooks ab. Mit jedem Absturz verliert die US Army ein Stück Glaubwürdigkeit. Mit der Chinook wollte sich die Army fortschrittlich und modern zeigen. Die Verantwortlichen müssen sich schnell etwas einfallen lassen. Die Luftbeweglichkeitskampagne und das Leben von Soldaten stehen auf dem Spiel. ...1966, Vietnam. Die Chinook hat sich als Transporthubschrauber einen Namen gemacht. Doch sie wird zu oft abgeschossen. Die Lösung: mehr Feuerkraft. Die US Army baut 4 CH-47 zu ACH-47 um. A wie armed, zu Deutsch bewaffnet. Oder offiziell
Attack Cargo Helikopter, Angriffstransporthubschrauber. Von außen sah das bewaffnete Modell wie eine normale Chinook aus. Major Ralph Doc Holloway war dreimal in Vietnam. Innen sah diese Version anders aus. Alles war voller Munition und Schützen. Die ACH-47 verfügt über 5 Maschinengewehre vom Kaliber 50, 2 20mm Geschütze, 38 Raketen und einen Granatwerfer in der Schnauze. Aus dem Transporthubschrauber wird ein fliegender Panzer. Wir sollten die Bodentruppen in Vietnam unterstützen. Beim Start hatten wir knapp 2,5 Tonnen Munition an Bord. Eine Killermaschine. Für Testflüge ist keine Zeit. Die umgebaute Chinook wird direkt ins Gefecht geworfen. Februar 1967. An Khe, Vietnam. Holloway und eine zweite Crew starten zu einer wichtigen Mission. Eine Einheit war in den Bergen nördlich von Bong Son unter Beschuss geraten. 4 US-Soldaten gegen 150 Vietcong-Kämpfer. Die Chancen standen schlecht. 15 Minuten nach dem Start erreichen die beiden Chinooks ihr Ziel. Im Dschungel unter ihnen wird gekämpft. Holloway muss eingreifen, so schnell wie möglich. Sie standen unter starkem Beschuss. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie getötet oder gefangen genommen würden. Wir mussten sie rausholen. Die Rettungsaktion bringt sie selber in Gefahr. Der Feind nimmt das große Ziel ins Visier. Als wir näher kamen, wurden wir sofort beschossen. Wir wussten, dass unsere Chancen schlecht standen. Knapp außer Schussweite gehen die Chinooks in den Schwebeflug. Holloway funkt die Soldaten am Boden an. Eine Chinook fliegt zu den Soldaten, die zweite zeigt dem Vietcong, wozu der neue Killer Heli fähig ist. Wir wollten den Feind so heftig unter Feuer nehmen, dass unsere Leute weg konnten. Holloways Wingman geht runter. Dann bricht die Hölle los. Nachdem mein Wingman gelandet war, habe ich den Feuerbefehl gegeben. Dann hat es Stahl geregnet. Wir haben alles abgefeuert, was wir an Bord hatten. Ohne Rücksicht auf Verluste. 250 Schuss pro Minute. Und der 40mm Granatwerfer. 200 Explosivgeschosse pro Minute. Die müssen gedacht haben, die Welt geht unter. Die 4 US-Soldaten retten sich in die gelandete Chinook. Sie bringt die Männer in Sicherheit. Wir sind zusammen vom Einsatzort zurück zur Landezone geflogen. Es war ein sehr befriedigendes Gefühl. Wir hatten unsere Männer gerettet. Das war's. Wir hatten den Job erledigt. Die Mission der bewaffneten Chinook ist ein voller Erfolg. Es gibt nur 4 ACH-47, doch die sind jetzt berühmt-berüchtigt. Die Standard-Chinooks wurden nach dem Einsatz seltener beschossen. Der Vietcong konnte sich nie sicher sein, ob es sich um ein bewaffnetes oder ein normales Modell handelt. Kurz vor Ende des Kriegs hat die Chinook alle überzeugt. Die Luftbeweglichkeitskampagne ist ein Erfolg.
Zwei Jahre später stellt die Army die ACH-47 außer Dienst. Doch sie hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach dem Einsatz der ACH-47 in Vietnam war den Befehlshabern der Army klar, dass sie Hubschrauber mit noch größeren Waffen brauchen. Die Chinook ist gut, doch der US Army ist sie nicht mehr gut genug. Bereits im Vietnamkrieg wurde über Verbesserungen am Hubschrauber nachgedacht. 1976 schickt die Army fast 500 Chinooks in das Boeing-Werk im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Ingenieure nehmen sie komplett auseinander und bauen sie neu wieder zusammen. Der überarbeitete Hubschrauber bekommt Glasfaserrotorblätter, eine verbesserte Avionik und eine moderne Hydraulik. Und obendrein noch Triebwerke mit mehr Leistung. Die Nutzlast der Chinooks zu Zeiten des Vietnamkriegs betrug 4,5 Tonnen. Das neue Modell soll fast dreimal so viel transportieren können. Bevor es zum Einsatz kommt, wird es von der Army getestet. Taugt die neue Hubschrauberzelle für den Kampfeinsatz? 1995, Bosnien. Nach 3,5 blutigen Jahren ist der Bosnienkrieg endlich vorbei. Aber die ethnischen Spannungen sind in dem zerrissenen Land weiter deutlich spürbar. In a few days, 60,000 US and other NATO troops will start rolling in to enforce this peace. Die US-Truppen sollen über Kroatien nach Bosnien einziehen. Dafür müssen sie den Grenzfluss Save überqueren. Damals gab es keine Brücke nach Bosnien. Deshalb wollte das Militär eine bauen. Sergeant Kenneth Brookins war Flugingenieur beim 159. Regiment in Bosnien. Die Brücke musste schnell fertig werden. Doch der Fluss scheint andere Pläne zu haben. Der Fluss ist in der Nacht über die Ufer getreten und hat das Basislager der Ingenieure überschwemmt. Das Lager steht komplett unter Wasser. So können die Brückenbauer nicht arbeiten. Die Ingenieure waren in Panik. Fahrzeuge standen im Wasser und steckten im Schlamm fest. Wir konnten sie nicht bergen, weil der Boden zu weich war. Die Army hat nur 3 Tage Zeit, die Brücke zu bauen. Da aber das ganze Basislager im Schlamm versinkt, müssen sich die Generäle etwas Neues einfallen lassen. Fahrzeuge konnten die Brückenteile nicht aufs Wasser bringen. Das mussten Chinooks tun. Die Chinook ist ein Transportkünstler. Was nicht in ihren großen Schlund passt, wird einfach unten angehängt. Paletten, Schiffscontainer, Humvees. Selbst mit einer 3-Tonnen-Haubitze fliegt die Chinook noch über 160 Kilometer pro Stunde. Das verdankt sie ihrem vielseitigen 3-Haken-System. Die 3 Haken sind der wichtigste Teil der Chinook. Einer ist vorne, einer am Heck. Zusammen tragen die 2 Haken 11 Tonnen, mit dem mittleren Haken sogar fast 12 Tonnen Last. Wollen sie eine Außenlast befördern, müssen Pilot und Flugingenieur sich genau absprechen. Wenn wir Last am Haken haben, kann der Pilot sie nicht sehen. Er muss sich auf die Infos des Flugingenieurs verlassen. Durch ein Loch im Boden der Chinook haben Flugingenieure die Last im Blick. Sie nennen es das Höllenloch. Wenn wir etwas mit dem Frachthaken transportieren, dann stehe ich genau hier. Ich lehne mich mit dem Oberkörper so weit hinaus, dass ich alles gut im Blick habe. Die Chinook schwebt knapp über der Last. Der Flugingenieur hilft dem Piloten dabei, den Hubschrauber zu positionieren. Jetzt müssen die Leute am Boden die Last einhaken. Der kleinste Fehler kann zu schweren Verletzungen führen. Das Einhaken ist am gefährlichsten.
Kommunikation und Koordination müssen stimmen, sonst kann es katastrophal enden. Ein Militärflugplatz in Südungarn. Brookins und seine Crew starten in Richtung Bosnien. Nach 40 Minuten erreichen die Chinooks den Fluss. Dort erwarten sie fast 100 Brückensegmente. Wir sollten die Brückensegmente aufnehmen und an die vorgesehene Stelle im Fluss fliegen. Brookins und seine Crew nähern sich dem ersten Segment. Die Bodenmannschaft muss es an der Chinook festmachen. Dabei kommen die Soldaten den Rotorblättern gefährlich nahe. Eine falsche Bewegung kann tödlich enden. Als die Chinook über dem Brückensegment schwebt, fällt Brookins etwas auf. Die Brückensegmente waren total vereist. Wegen des starken Abwindes konnten sich die Leute kaum auf den Füßen halten. Ein paar Soldaten waren schon abgerutscht. Deshalb haben wir die Aktion abgebrochen. Die beiden Rotoren der Chinook erzeugen mehr Abwind als andere Hubschrauber. Es ist vergleichbar mit einem Hurricane der Stärke 4. Das Einhaken ist zu gefährlich. Das ganze Projekt droht zu scheitern. In Bosnien versuchen US-Soldaten, vereiste Brückensegmente an einer Chinook festzuhaken. Doch der Abwind ist zu stark. Wir haben ihnen gesagt, dass sie die Seile auf die Segmente legen sollen. Es war für sie zu gefährlich wegen des Eises. Sergeant Brookins und seine Crew werden nun versuchen, die Seile vom Hubschrauber aus einzuhaken. Für solche Fälle haben wir einen langen Stab an Bord, den sogenannten Schäferstab. Damit fischt ein Crewmitglied nach der Schlinge und zieht sie nach oben. Der Flugingenieur schafft innerhalb weniger Minuten, was der Bodencrew nicht gelungen ist. Nun folgt die Bewährungsprobe für die neuen Triebwerke. Am schlimmsten wäre es, wenn ein Triebwerk ausfällt. Oder beide. Vor allem, wenn man Last am Haken hat. Das wäre ein Albtraum. Als Flugingenieur muss man die Last ständig im Auge haben. Man muss auch auf den Haken achten. Wenn er verdreht ist oder die Fracht nicht korrekt eingehakt ist, kann die Sache kompliziert werden. Die Chinooks bringen die ersten Brückensegmente zu Booten, die bereits im Fluss warten. Sie fliegen knapp über der Baumgrenze. Kurz darauf erreicht die erste Chinook ihr Ziel. Brookins gibt dem Piloten das Zeichen, auszuhaken. Das 5,5 Tonnen schwere Brückensegment landet sicher auf dem Wasser. Doch das ist noch kein Grund zu feiern. Es müssen noch knapp 100 weitere Segmente transportiert werden. Es hat den ganzen Tag gedauert, von 7 Uhr früh bis Sonnenuntergang, so gegen 4:30. Wir waren den ganzen Tag dort. Die Chinooks trotzen den widrigen Wetterbedingungen und erfüllen ihre Mission. Wir haben nicht mitgezählt, sondern einfach ein Brückensegment nach dem anderen eingehakt und ausgehakt. Ohne Pause. Am nächsten Morgen ist die Brücke befahrbar. Die Chinooks haben es möglich gemacht. Endlich können Panzer, Artillerie und 20.000 US-Soldaten die Save trockenen Fußes überqueren. Dank der verbesserten Triebwerke war der Einsatz für die Chinook ein Kinderspiel. Diese Mission wäre mit keinem anderen Hubschrauber der Army möglich gewesen.
Die Chinook leistet auch daheim zuverlässige Arbeit. 2005 verwüstet Hurricane Katrina den Südosten der USA. Die Chinook unterstützt die Einsatzkräfte. Sie transportiert zum Beispiel Sandsäcke, um beschädigte Dämme zu sichern. Eine Glanzstunde ihrer Geschichte. Mit der richtigen Crew an Bord ist die neue Chinook als Transporthubschrauber unschlagbar. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Army in puncto Cockpit-Technik nicht Schritt hält. Eine vollständig modernisierte Chinook sollte mehr Leistung haben und blind fliegen können. . 2009. Der Irakkrieg geht in sein sechstes Jahr. Einen Monat nach seinem Amtsantritt kündigt der neue US-Präsident Barack Obama den Abzug der US-Truppen an. By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end. Doch noch ist der Irakkrieg in vollem Gange. Eine der größten Gefahren, sogenannte unkonventionelle Sprengfallen. Sprengfallen sind billig, schnell gebaut und tödlich. Rund die Hälfte der im Irak getöteten US-Soldaten stirbt durch solche Sprengfallen. Der einzige effektive Schutz vor Sprengfallen ist der Transport von Truppen und Fahrzeugen durch die Luft. Wieder ist die CH-47 gefragt. Sprengfallen können Hubschraubern nichts anhaben. Mehr Chinooks bedeuten weniger Konvois. Chief Warrant Officer Brandon Tipton flog die Chinook bei 3 Irak-Einsätzen. Mit der 47 sind unglaubliche Manöver möglich. Ein Jahr lang waren jede Nacht mindestens 4 Chinooks im Einsatz. Sprengfallen stellen für die Chinook zwar kein Problem dar, aber der irakische Luftraum birgt andere Gefahren. Es gibt keine Städte, nur flaches, braunes Land. Nachts sehen Boden und Himmel gleich aus. Sie haben dieselbe Farbe. Bei diesen Bedingungen kann ein Phänomen auftreten, das jeder Pilot fürchtet: räumlicher Orientierungsverlust. Bei räumlicher Desorientierung weiß der Pilot nicht mehr, in welcher Fluglage sich sein Hubschrauber befindet, relativ zum Boden. Besonders schlimm ist das bei schlechter Sicht. Dieses Problem hatten wir in jener Nacht bei unserer Mission. Camp Spiker, Irak. Tipton und eine weitere Chinook bringen Nachschub für die Truppen. Nach knapp einer Stunde ist alles entladen. Jetzt geht es zurück zur Basis in Tachi. Vor dem Rückflug checkt Tipton die Wetterlage. Er hat gesagt, dass der Wind stärker wird. Ich habe geantwortet, dass wir direkt nach dem Ausladen zurückfliegen. Die Hubschrauber heben gleichzeitig ab. Etwa 20 Minuten nach dem Start fällt Tipton etwas Seltsames auf. Aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass sich der Hubschrauber vor mir nach rechts geneigt hat. Das ist ein Zeichen für räumliche Desorientierung. Tipton fragt bei seiner eigenen Crew nach. Ich habe über internen Funk gefragt, ob jemand den Boden erkennen kann. Das war ein Schreckmoment. Weder unsere Crew noch die andere konnte den Boden sehen. Wir sind mitten in eine Staubwolke geflogen. Sie war etwa 80 Kilometer breit und 160 Kilometer tief. Überall Staub. I
Vorher konnten wir 8 Kilometer weit sehen, jetzt nur noch maximal 200 Meter weit. Wir sahen das Fenster und sonst kaum was. Die Chinooks können die Sandwolke nicht umfliegen und bei der schlechten Sicht auch nicht landen. Der Treibstoff neigt sich langsam dem Ende zu. Kein Ausweg in Sicht. Im Irak fliegt Chief Warrant Officer Brandon Tipton über Feindgebiet. Nachts. In einem Sandsturm. Er muss sich schnell etwas einfallen lassen, sonst endet der Flug in einer Katastrophe. Nach einer kurzen Schrecksekunde haben wir den Flight Director aktiviert. Der Flight Director ist Teil der brandneuen Avionik der Chinook. Der Flight Director ist ein Computer, der die Messwerte aller Sensoren auswertet und damit den Hubschrauber steuert. Experten hatten diese Technik schon lange gefordert. Tipton hat sie allerdings noch nie unter Gefechtsbedingungen eingesetzt. Piloten sind Kontrollfreaks. Wir geben sehr ungern die Kontrolle über unser Luftfahrzeug ab. Wir würden dann ständig Angst haben, dass etwas falsch läuft. Computer machen immer wieder mal Fehler. Und bei diesem Manöver hätte ein Fehler über Leben und Tod entschieden. Doch Tipton hat keine Wahl. Er muss dem neuen Avionics-System vertrauen. Wir haben die gewünschte Höhe und Geschwindigkeit eingegeben, den Flight Director aktiviert und ihm die Kontrolle überlassen. Jetzt steuert der Computer die Chinook. Er funktioniert einwandfrei. Ich habe zu der anderen Pilotin rübergesehen. Wir konnten durchatmen. Es hat funktioniert. Alle waren erleichtert. 45 Minuten später landen die Chinooks in Tachi. Ohne den neuen Computer hätte das vielleicht ein böses Ende genommen. Der Flight Director hat mir in dieser Nacht geholfen. Ich kann ihm vertrauen. Er hat uns sicher zurückgebracht. Der Flight Director gehört seit 2007 zur Standardausstattung der Chinooks der US Army. Seitdem sind die Unfälle wegen räumlicher Desorientierung extrem zurückgegangen. Im neuen Modell ist eine Flugsteuerung eingebaut, die die Chinook selbstständig schweben lässt. Schlechte Sicht ist also kein Problem mehr. Der Hubschrauber landet sicher, auch bei widrigen Bedingungen. Die Army hat seit dem Bau der ersten Chinook Millionen von Dollar in deren Weiterentwicklung gesteckt. Stabilere Zelle, modernes digitales Cockpit und Infrarot-Täuschkörper, um Raketen abzuwehren. Das Fluggerät wird ständig weiter verbessert. Ich denke, die Chinook wird noch ziemlich lange fliegen. Vielleicht stellt die Chinook sogar einen neuen Rekord auf, als das Luftfahrzeug mit der längsten Einsatzzeit überhaupt. Nach 50 Jahren ist noch kein Nachfolger in Sicht. Sie könnte das erste Luftfahrzeug werden, das 100 Jahre in Betrieb ist. Die Chinook hat es immer wieder geschafft, neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Chinook ist international gefragt. Boeing produziert sie für 19 Länder weltweit. Medizinische Evakuierung, Katastrophenhilfe, Such- und Rettungseinsätze, Bergungen, Brandbekämpfung. Die Chinook ist ein wahres Multitalent. Sie hat Feuerkraft, fliegt bei Nacht, meistert große Höhen, schwimmt auf Wasser, lässt sich im Flug betanken. Sie kann alles. Einzigartig, vielseitig und leistungsstark ist die CH-47 für das US-Heer unersetzlich. Dank der Chinook
war die Army bei vielen Einsätzen im Vorteil. Mehr als 1200 Exemplare wurden bisher produziert. Die meisten sind noch im Einsatz. Das Äußere der Chinook hat sich kaum verändert. Sie steht zwar nicht für schickes Design, aber sie macht das, was sie soll. Große Lasten zuverlässig transportieren. Die Army will Chinooks bis 2040 und darüber hinaus einsetzen. Immer wenn die Chinook-Produktion gestoppt werden soll, wird der Termin wieder verschoben. Die Chinook, ursprünglich für den Transport von Nuklearwaffen entwickelt, in Vietnam vom Transporthubschrauber zur taktischen Waffe umfunktioniert, in Afghanistan als Speerspitze im Einsatz. Sie transportiert ihre Fracht schneller als jeder andere Hubschrauber der US Army und steht wie kein anderes Gerät für das Konzept der Luftbeweglichkeit. Die Chinook wird uns noch alle überleben. Der Welt. Um den Taliban Einhalt zu gebieten, muss die Grenze auf der gesamten Länge überwacht werden. Unsere Jungs sind ins Gebirge gegangen, um feindliche Kämpfer festzunehmen und Waffen zu beschlagnahmen, bevor diese an die Taliban verteilt werden. Die Bodentruppen halten sich oft mehrere Wochen in den Bergen auf. Wenn sie Nachschub brauchen, zählen sie auf die C-47 Chinook. Militärbasis Sharana, Afghanistan. Captain Brian Lutz und seine Crew bereiten ihre CH-47 für den nächsten Einsatz vor. Plötzlich geht ein Funkspruch ein. Eine Einheit, die draußen in den Bergen kämpfte, brauchte dringend Nachschub. 50 Kilometer südlich der Basis liegt ein Zug Infanterie auf einem 2400 Meter hohen Gebirgskamm im Gefecht. Langsam geht die Munition aus. Ohne Nachschub an Munition wäre ihr tagelanger Kampf völlig umsonst gewesen. Lutz und seine Crew beladen ihre Chinook mit sogenannten Speedballs. Das ist etwas makaber. Speedballs sind Leichensäcke, die wir mit Wasser, Munition und Lebensmitteln gefüllt abwerfen. Sie sind verschließbar, wasserdicht und können schnell und problemlos entladen werden. Die Chinook bringt die Versorgungsgüter an die Front. Wasser ist dort manchmal noch wichtiger als Munition. Wasser ist überlebenswichtig. Soldaten mit schwerer Ausrüstung sind auf dieser Höhe ohne Wasser verloren. Die vollbeladene Chinook hebt ab und fliegt in Richtung Norden an die Front. Für die Bodentruppen wird es immer enger. Sie sind in diesem Gebiet angegriffen worden. Der Feind war schwer zu lokalisieren. Die Schüsse kamen mal von hier, mal von da. Die Männer standen ständig unter Beschuss. Lutz und seine Crew fliegen mitten in die Gefahrenzone. Die Chinook ist groß, das macht sie zu einem leichten Ziel. Die beiden Rotoren sind zwar leistungsstark, aber ebenfalls ein leichtes Ziel. Wird einer getroffen, kann das den Hubschrauber zum Absturz bringen. Rotorblätter kann man leider nicht panzern. Die Unterseite des Hubschraubers ist gepanzert, zum Schutz der Crew, aber mehr nicht. Die Chinook ist schnell und leistungsstark, perfekt geeignet für gefährliche Einsätze. Aber sie ist auch verwundbar. Rund 100 US- from 75,000 to 125,000 men, almost immediately. In nur 4 Monaten wächst die Zahl der US-Soldaten um das 35-fache. Doch zahlenmäßige Überlegenheit ist keine Garantie für den Sieg. Die Truppen ins Land zu bringen, ist kein Problem. Aber um die Offensive am Leben zu erhalten, müssen sie dort schnell bewegt werden. In Vietnam kam man weder zu Fuß noch mit dem Auto weit. Chief Warrant Officer John Sims war über 27 Jahre lang Chinook-Pilot.
Die Straßen waren in schlechtem Zustand. Der Norden des Landes war bergig, der Süden eher sumpfig. Das Straßennetz war miserabel. Im September wendet sich das Blatt. Die CH-47 tritt auf den Plan. Ihr erster Kampfeinsatz führt die Chinook nach Vietnam. Sie macht sich einen Namen als Arbeitstier der US Army. Doch auch der Feind wird auf sie aufmerksam. Chinooks wurden in Vietnam ziemlich oft abgeschossen. Weil die Chinook so groß war, war sie leichte Beute. An Engstellen waren die Piloten oft nicht schnell genug. Dann wurden sie von Panzerfäusten oder Maschinengewehren getroffen. In der Chinook sitzt nur ein Schütze. Das ist zu wenig, um sie zu verteidigen. Hinten war die Chinook besonders verwundbar, weil dort das Antriebssystem war. Außerdem wurde die Heckrampe zum Entladen benutzt. Treffer dort waren fatal. Der Feind schießt 62 Chinooks ab. Mit jedem Absturz verliert die US Army ein Stück Glaubwürdigkeit. Mit der Chinook wollte sich die Army fortschrittlich und modern zeigen. Die Verantwortlichen müssen sich schnell etwas einfallen lassen. Die Luftbeweglichkeitskampagne und das Leben von Soldaten stehen auf dem Spiel. ...1966, Vietnam. Die Chinook hat sich als Transporthubschrauber einen Namen gemacht, doch sie wird zu oft abgeschossen. Die Lösung: mehr Feuerkraft. Die US Army baut 4 CH-47 zu ACH. Für eine vollbeladene Chinook sind 2400 Meter Höhe kein Problem. Doch in Afghanistan geht es auf über 3000 Meter. Den Triebwerken der Chinook wird in der Provinz Paktika wirklich alles abverlangt. Für die Soldaten ist der Einsatz ebenfalls eine große Herausforderung. Mein Bataillonsführer hat gesagt, in Paktika gibt es keine Routine. Das Einsatzgebiet liegt an der 2450 Kilometer langen sogenannten Durand-Linie, einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Um den Taliban Einhalt zu gebieten, muss die Grenze auf der gesamten Länge überwacht werden. Unsere Jungs sind ins Gebirge gegangen, um feindliche Kämpfer festzunehmen und Waffen zu beschlagnahmen, bevor diese an die Taliban verteilt werden. Die Bodentruppen halten sich oft mehrere Wochen in den Bergen auf. Wenn sie Nachschub brauchen, zählen sie auf die C-47 Chinook. Militärbasis Sharana, Afghanistan. Captain Brian Lutz und seine Crew bereiten ihre CH-47 für den nächsten Einsatz vor. Plötzlich geht ein Funkspruch ein. Eine Einheit, die draußen in den Bergen kämpfte, brauchte dringend Nachschub. 50 Kilometer südlich der Basis liegt ein Zug Infanterie auf einem 2400 Meter hohen Gebirgskamm im Gefecht. Langsam geht die Munition aus. Ohne Nachschub an Munition wäre ihr tagelanger Kampf völlig umsonst gewesen. Lutz und seine Crew beladen ihre Chinook mit sogenannten Speedballs. Das ist etwas makaber. Speedballs sind Leichensäcke, die wir mit Wasser, Munition und Lebensmitteln gefüllt abwerfen. Sie sind verschließbar, wasserdicht und können schnell und problemlos entladen werden. Die Chinook bringt die Versorgungsgüter an die Front. Wasser ist dort manchmal noch wichtiger als Munition. Wasser ist überlebenswichtig. Soldaten mit schwerer Ausrüstung sind auf dieser Höhe ohne Wasser verloren. Die vollbeladene Chinook hebt ab und fliegt in Richtung Norden an die Front. Für die Bodentruppen wird es immer enger.
Sie sind in diesem Gebiet angegriffen worden. Der Feind war schwer zu lokalisieren. Die Schüsse kamen mal von hier, mal von da. Die Männer standen ständig unter Beschuss. Lutz und seine Crew schossen. Hatte sie mehr Comebacks als Rocky Balboa? Innen sah diese Version ganz anders aus. Rund 25 Armeen weltweit nutzen den Transporthubschrauber. ...2010, Provinz Paktika, Afghanistan. Seit 9 Jahren führen die USA Krieg gegen Al-Qaida und die Taliban. Im Dezember verkündet Präsident Obama einen entscheidenden Wendepunkt für die US-Truppen. Our coalition will set a goal for Afghan forces to be in the lead for combat operations across the country next year. Die Koalitionstruppen wollen eigentlich ein Land hinterlassen, in dem die Taliban nichts mehr zu sagen haben. Wir waren damals seit 9 Jahren in Afghanistan. Die Taliban wurden wieder stärker. Brian Lutz war 1 Jahr lang in der Provinz Paktika als Army Captain und Hubschrauberpilot im Einsatz. Wir sollten die Region stabilisieren und in diesem Gebiet für Recht und Ordnung sorgen. Die Army ist oft in unwegsamem Gebirge im Einsatz. Luftunterstützung bekommen die Soldaten von einem einzigartigen Hubschrauber, von der CH-47 Chinook. Die Chinook bietet hohe Leistung und hohe Nutzlast. Ihre Tandem-Konfiguration macht sie zu einem der auffälligsten Luftfahrzeuge der Welt. Das ist eine CH-47F Chinook. Damit transportiert die Army schwere Lasten im Kampfgebiet. Dank ihrer 2 Tandem-Rotoren kann sie Truppen und schwere Lasten auch in großen Höhen transportieren. Wenn Gefahr droht, kann sie sich schnell in Sicherheit bringen. Die Chinook hat 2 gleich große gegenläufige Rotoren mit jeweils 18 Metern Durchmesser. Damit sind sehr viele Flugmanöver möglich. Dank der beiden Honeywell-Wellenleistungstriebwerke kann die Chinook knapp 11 Tonnen Zuladung befördern. Fast so viel, wie sie selbst wiegt. Diese beiden Triebwerke sind jeweils 5000 PS stark. Das sind die stärksten Hubschraubertriebwerke des US-Militärs. Diese Leistung kann die US Army bei Lufteinsätzen in Afghanistan gut brauchen. Leistung ist alles in großer Höhe. Denn als Arbeitstier der US Army. Doch auch der Feind wird auf sie aufmerksam. Chinooks wurden in Vietnam ziemlich oft abgeschossen. Weil die Chinook so groß war, war sie leichte Beute. An Engstellen waren die Piloten oft nicht schnell genug. Dann wurden sie von Panzerfäusten oder Maschinengewehren getroffen. In der Chinook sitzt nur ein Schütze. Das ist zu wenig, um sie zu verteidigen. Hinten war die Chinook besonders verwundbar, weil dort das Antriebssystem war. Außerdem wurde die Heckrampe zum Entladen benutzt. Treffer dort waren fatal. Der Feind schießt 62 Chinooks ab. Mit jedem Absturz verliert die US Army ein Stück Glaubwürdigkeit. Mit der Chinook wollte sich die Army fortschrittlich und modern zeigen. Die Verantwortlichen müssen sich schnell etwas einfallen lassen. Die Luftbeweglichkeitskampagne und das Leben von Soldaten stehen auf dem Spiel. ...1966, Vietnam. Die Chinook hat sich als Transporthubschrauber einen Namen gemacht. Doch sie wird zu oft abgeschossen.
Die Lösung: mehr Feuerkraft. Die US Army baut 4 CH-47 zu ACH-47 um. A wie armed, zu Deutsch bewaffnet. Oder offiziell Attack Cargo Helikopter, Angriffstransporthubschrauber. Von außen sah das bewaffnete Modell wie eine normale Chinook aus. Major Ralph Doc Holloway war dreimal in Vietnam. Innen sah diese Version anders aus. Alles war voller Munition und Schützen. Die ACH-47 verfügt über 5 Maschinengewehre vom Kaliber 50, 2 20mm Geschütze, 38 Raketen und einen Granatwerfer in der Schnauze. Aus dem Transporthubschrauber wird ein fliegender Panzer. Wir sollten die Bodentruppen in Vietnam unterstützen. Er war dreimal in Vietnam. Innen sah diese Version anders aus. Alles war voller Munition und Schützen. Die ACH-47 verfügt über 5 Maschinengewehre vom Kaliber 50, 2 20mm Geschütze, 38 Raketen und einen Granatwerfer in der Schnauze. Aus dem Transporthubschrauber wird ein fliegender Panzer. Wir sollten die Bodentruppen in Vietnam unterstützen. Beim Start hatten wir knapp 2,5 Tonnen Munition an Bord. Eine Killermaschine. Für Testflüge ist keine Zeit. Die umgebaute Chinook wird direkt ins Gefecht geworfen. Februar 1967. An Ke, Vietnam. Holloway und eine zweite Crew starten zu einer wichtigen Mission. Eine Einheit war in den Bergen nördlich von Bong Son unter Beschuss geraten. 4 US-Soldaten gegen 150 Vietcong-Kämpfer. Die Chancen standen schlecht. 15 Minuten nach dem Start erreichen die beiden Chinooks ihr Ziel. Im Dschungel unter ihnen wird gekämpft. Holloway muss eingreifen, so schnell wie möglich. Sie standen unter starkem Beschuss. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie getötet oder gefangen genommen würden. Wir mussten sie rausholen. Die Rettungsaktion bringt sie selber in Gefahr. Der Feind nimmt das große Ziel ins Visier. Als wir näher kamen, wurden wir sofort beschossen. Wir wussten, dass unsere Chancen schlecht standen. Knapp außer Schussweite gehen die Chinooks in den Schwebeflug. Holloway funkt die Soldaten am Boden an. Eine Chinook fliegt zu den Soldaten, die zweite zeigt dem Vietcong, wozu der neue Killer Heli fähig ist. Wir wollten den Feind so heftig unter Feuer nehmen, dass unsere Leute weg konnten. Holloways Wingman geht runter. Dann bricht die Hölle los. Nachdem mein Wingman gelandet war, habe ich den Feuerbefehl gegeben. Keine Minute später fliegt die Chinook zurück. Die Bodentruppen sind jetzt für den weiteren Kampf gerüstet. In Anbetracht der Höhe und der schwierigen Bedingungen war die Chinook die beste Wahl für diesen Versorgungsflug. In Afghanistan bringen die Chinooks ihre Ladung in über 5000 Meter Höhe. Kein anderes Fluggerät der Army kann schwere Lasten so hoch wuchten. Die
Die Chinook ist perfekt für Einsätze in Afghanistans Bergen. Damit können wir eine Menge Fracht in große Höhen befördern. Vor der Chinook war der Nachschub an die Front ein Problem. Das wurde im Koreakrieg deutlich. 1953. UN-Truppen unter Führung der USA liefern sich erbitterte Gefechte mit nordkoreanischen Kommunisten. Es hat sich lange nichts bewegt. Roger Conner ist Kurator für Drehflügler im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum. Die US-Truppen brauchten ständig neue Munition. Beide Seiten haben Probleme mit dem Nachschub für die Front. Die Infrastruktur war dürftig. Es gab kaum Straßen und kein Schienennetz. Für schwere Ausrüstung musste man sich etwas Neues einfallen lassen. Die US-Kommandanten suchen nach einer Lösung. Dann fällt ihnen auf, dass sie etwas haben, das den Nordkoreanern fehlt. Hubschrauber. Hubschrauber wurden erstmals gegen Ende des Zweiten Weltkriegs militärisch eingesetzt. Die Technik war noch unausgereift. Brauchbare Transporthubschrauber gab es erst im Koreakrieg. Die Bell H-13, die Sikorsky H-19, beide sind im schwierigen Gelände Koreas Gold wert. Truppentransport, Versorgung, Luftrettung, sogar Überwachung. Hubschrauber lassen sich vielseitig einsetzen. Der Koreakrieg war ein wichtiger Schritt für die Entwicklung von Hubschraubern. Die Verantwortlichen haben damals deren Nutzen und Potenzial erkannt. Nach dem Koreakrieg will die Army ihre Hubschraubertechnik verbessern. Doch US-Präsident Eisenhower und sein Außenminister John. 1957, Washington, D.C. Die US Army setzt mit einem neuen, hochmodernen Hubschrauber alles auf eine Karte. Dafür holt sie die Wortle Corporation mit ins Boot. Deren Ingenieure versuchen vorherzusehen, was eine Armee der Zukunft braucht. Sie entwickeln das Modell 107. Drei Räder, zwei leistungsstarke Turbinen und zwei Hauptrotoren. Die Army fand Modell 107 gar nicht so schlecht. Es war ihnen nur etwas zu klein. Wörthol macht sich erneut an die Arbeit und präsentiert 21 Monate später ein größeres und stärkeres Modell. Wörthol konnte die Anforderungen schnell umsetzen. Das war die Geburtsstunde der Chinook. Chinook 1961, Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die US Army enthüllt die CH-47 Chinook. 16 Meter lang mit einem Leergewicht von 10,6 Tonnen. Das gewaltige Gerät wirkt schwerfällig, ist aber äußerst wendig. Die Chinook ist der schnellste Hubschrauber des US-Militärs. Ihre zwei Hauptrotoren machen sie sehr beweglich. Die Tandem-Konfiguration macht es möglich. Schwebeflug, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Das i-Tüpfelchen für die US Army ist die Heckrampe. Wir beladen die CH-47 schneller mit Soldaten, Fracht oder einem Humvee, als eine fünfköpfige Crew in einen Black Hawk einsteigt. Die Chinook lässt sich sogar im Wasser be- und entladen. Die Chinook ist semi-amphibisch. Das heißt, sie kann bei Spezialeinsätzen auch im Wasser die Rampe öffnen. Ein Schlauchboot kann dann direkt in den Bauch der Chinook fahren, bevor sie wieder abhebt. Die
Der 21 Quadratmeter große Frachtraum bietet Platz für Soldaten und Ausrüstung. Mehr hat bis dato kein anderer Hubschrauber der US Army zu bieten. Die Kabine ist 10 Meter lang und hat Platz für etwa 7 Tonnen Ladung. Wenn wir mehr transportieren müssen, können wir sogar mit offener Rampe fliegen. Es war ein sehr befriedigendes Gefühl. Wir hatten unsere Männer gerettet. Das war's. Wir hatten den Job erledigt. Die Mission der bewaffneten Chinook ist ein voller Erfolg. Es gibt nur 4 ACH-47, doch die sind jetzt berühmt-berüchtigt. Die Standard-Chinooks wurden nach dem Einsatz seltener beschossen. Der Vietcong konnte sich nie sicher sein, ob es sich um ein bewaffnetes oder ein normales Modell handelt. Kurz vor Ende des Kriegs hat die Chinook alle überzeugt. Die Luftbeweglichkeitskampagne ist ein Erfolg. 2 Jahre später stellt die Army die ACH-47 außer Dienst. Doch sie hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach dem Einsatz der ACH-47 in Vietnam war den Befehlshabern der Army klar, dass sie Hubschrauber mit noch größeren Waffen brauchen. Die Chinook ist gut, doch der US Army ist sie nicht mehr gut genug. Bereits im Vietnamkrieg wurde über Verbesserungen am Hubschrauber nachgedacht. 1976 schickt die Army fast 500 Chinooks in das Boeing-Werk im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Ingenieure nehmen sie komplett auseinander und bauen sie neu wieder zusammen. Der überarbeitete Hubschrauber bekommt Glasfaserrotorblätter, eine verbesserte Avionik und eine moderne Hydraulik. Und obendrein noch Triebwerke mit mehr Leistung. Die Nutzlast der Chinooks zu Zeiten des Vietnamkriegs betrug 4,5 Tonnen. Das neue Modell soll fast 3-mal so viel transportieren können. Bevor es zum Einsatz kommt, wird es von der Army getestet. Taugt die neue Hubschrauberzelle für den Kampfeinsatz? 1995, Bosnien. Nach 3,5 blutigen Jahren ist der Bosnienkrieg endlich vorbei. Aber die ethnischen Spannungen sind in dem zerrissenen Land weiter deutlich spürbar. In a few days, 60,000 US and other NATO troops will start rolling in to enforce this peace. Die US-Truppen sollen über Kroatien nach Bosnien einziehen. Dafür müssen sie den Grenzfluss Save überqueren. Damals gab es keine Brücke nach Bosnien. Deshalb wollte das Militär eine bauen. Sergeant Kenneth Brookins war Flugingenieur beim 159. Regiment in Bosnien. Die Brücke muss... Lutz und seine Crew fliegen mitten in die Gefahrenzone. Die Chinook ist groß, das macht sie zu einem leichten Ziel. Die beiden Rotoren sind zwar leistungsstark, aber ebenfalls ein leichtes Ziel. Wird einer getroffen, kann das den Hubschrauber zum Absturz bringen. Rotorblätter kann man leider nicht panzern. Die Unterseite des Hubschraubers ist gepanzert, zum Schutz der Crew, aber mehr nicht. Die Chinook ist schnell und leistungsstark, perfekt geeignet für gefährliche Einsätze. Aber sie ist auch verwundbar. Rund 100 US-Soldaten sind beim Absturz von Chinooks in Afghanistan umgekommen. Bis zu 30 auf einen Schlag. Die Stimmung auf dem 10-minütigen Flug an die Front ist angespannt. Die Berge, die in dieser Region um das weite Tal liegen, sind nicht nur steil, sondern auch zerklüftet. Dort oben sind keine geeigneten Stellen, um einen Riesenhubschrauber wie die Chinook zu landen. Die CH-47 fliegt über einen Gebirgskamm, der auf beiden Seiten steil abfällt. Der Kamm ist kaum 2 Meter breit.
Die Chinook ist riesig. Auf dem Kamm hätten nicht mal ihre Hinterräder Platz. Aber die Soldaten sind auf den Nachschub angewiesen. Umkehren kommt nicht in Frage. Der Flugingenieur hat gesagt, wir setzen die Rampe auf den Kamm und entladen so. Ein riskanter Plan. Platz muss die CH-47 im konstanten Schwebeflug knapp über dem Gebirgskamm halten. Für eine derartige Punktlandung braucht man Nerven aus Stahl. Das ist nicht die beste Gegend für eine Landung. In den Bergen gibt es oft starke Böen. Wenn der Wind die Rotorblätter gegen den Felsen drückt, kann der Hubschrauber abstürzen. Außerdem ist das hier feindliches Gebiet. Die Taliban können jeden Moment angreifen. Ein Fehler und die Mission endet in einem Fiasko. Caps Wingman geht runter. Dann bricht die Hölle los. Nachdem mein Wingman gelandet war, habe ich den Feuerbefehl gegeben. Dann hat es Stahl geregnet. Wir haben alles abgefeuert, was wir an Bord hatten. Ohne Rücksicht auf Verluste. 250 Schuss pro Minute. Und der 40 mm Granatwerfer, 200 Explosivgeschosse pro Minute. Die müssen gedacht haben, die Welt geht unter. Die vier US-Soldaten retten sich in die gelandete Chinook. Sie bringt die Männer in Sicherheit. Wir sind zusammen vom Einsatzort zurück zur Landezone geflogen. Es war ein sehr befriedigendes Gefühl. Wir hatten unsere Männer gerettet. Das war's. Wir hatten den Job erledigt. Die Mission der bewaffneten Chinook ist ein voller Erfolg. Es gibt nur vier ACH-47, doch die sind jetzt berühmt-berüchtigt. Die Standard-Chinooks wurden nach dem Einsatz seltener beschossen. Der Vietcong konnte sich nie sicher sein, ob es sich um ein bewaffnetes oder ein normales Modell handelt. Kurz vor Ende des Kriegs hat die Chinook alle überzeugt. Die Luftbeweglichkeitskampagne ist ein Erfolg. Zwei Jahre später stellt die Army die ACH-47 außer Dienst. Doch sie hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach dem Einsatz der ACH-47 in Vietnam war den Befehlshabern der Army klar, dass sie Hubschrauber mit noch größeren Waffen brauchen. Die Chinook ist gut, doch der US Army ist sie nicht mehr gut genug. Bereits im Vietnamkrieg wurde über Verbesserungen am Hubschrauber nachgedacht. 1976 schickt die Army fast 500 Chinooks in das Boeing-Werk im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Ingenieure nehmen sie komplett auseinander und bauen sie neu wieder zusammen. Der überarbeitete Hubschrauber bekommt Glasfaserrotorblätter, eine verbesserte Avionik und eine moderne Hydraulik. Innen sah diese Version anders aus. Alles war voller Munition und Schützen. Die ACH-47 verfügt über 5 Maschinengewehre vom Kaliber 50, 2 20mm Geschütze, 38 Raketen und einen Granatwerfer in der Schnauze. Aus dem Transporthubschrauber wird ein fliegender Panzer.
Wir sollten die Bodentruppen in Vietnam unterstützen. Beim Start hatten wir knapp 2,5 Tonnen Munition an Bord. Eine Killermaschine. Für Testflüge ist keine Zeit. Die umgebaute Chinook wird direkt ins Gefecht geworfen. Februar 1967. An Khe, Vietnam. Holloway und eine zweite Crew starten zu einer wichtigen Mission. Eine Einheit war in den Bergen nördlich von Bong Son unter Beschuss geraten. 4 US-Soldaten gegen 150 Vietcong-Kämpfer. Die Chancen standen schlecht. 15 Minuten nach dem Start erreichen die beiden Chinooks ihr Ziel. Im Dschungel unter ihnen wird gekämpft. Holloway muss eingreifen, so schnell wie möglich. Sie standen unter starkem Beschuss. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie getötet oder gefangen genommen würden. Wir mussten sie rausholen. Die Rettungsaktion bringt sie selber in Gefahr. Der Feind nimmt das große Ziel ins Visier. Als wir näher kamen, wurden wir sofort beschossen. Wir wussten, dass unsere Chancen schlecht standen. Knapp außer Schussweite gehen die Chinooks in den Schwebeflug. Holloway funkt die Soldaten am Boden an. Eine Chinook fliegt zu den Soldaten, die zweite zeigt dem Vietcong, wozu der neue Killer Haley fähig ist. Wir wollten den Feind so heftig unter Feuer nehmen, dass unsere Leute weg konnten. Holloways Wingman geht runter. Dann bricht die Hölle los. Nachdem mein Wingman gelandet war, habe ich den Feuerbefehl gegeben. Dann hat es stahl geregnet.